So, irgendein Thema hatte ich mir jetzt auch noch ausgedacht oder hatte ich mich dran erinnert. Während ich so, genau, Thema Freundin, dass sie meine Let's Plays nicht sehen soll. Ich hatte ja im Livestream erzählt, dass ich zu so einer Theatervorstellung gehe, um halt ein Mädchen mehr oder minder zu beeindrucken. Ihr interessiert euch bestimmt, wie das, also manche interessieren sich bestimmt dafür, wie das weiterging. Für alle, die es nicht wissen, ich habe noch, erzähl noch mal die Geschichte. Ich habe im Stream schön einfühlig erzählt, ja, da gibt es so ein Mädchen und ich würde gerne mal näher kennenlernen. Deswegen gehe ich zu einer Theatervorstellung, da ist die Schauspielerin. Der erste und beste Kommentar: Sie nur will sie Nudeln. Ich bin auch so, okay. Geil. Aber ja, in der Tat, irgendwo hat das dann schon gepasst. Allerdings kam es natürlich nicht so weit. Der Endwomanizer Sino hat mal wieder zugeschlagen und alle Frauen verkrault. Okay, es kam nicht mal dazu, dass ich mit ihr reden konnte, aber ist trotzdem nicht mehr draus geworden. Und jetzt zum Thema hat auch Erengar LP, ich hasse dich, Gambray, unter den letzten Part geschrieben. Also jetzt müsste es der vorletzte sein, aber egal. Dass, wenn ich mal eine Freundin haben sollte, sollte dieses Wunder doch irgendwann mal eintreffen. Okay, ich meine, selbst Rockbob hat eine gefunden. Selbst Steam hat eine Freundin. Also irgendwann werde ich schon eine kriegen. Wenn die zwei Vollpfosten eine bekommen, dann schaffe ich das auch irgendwann. Nichts gegen euch beide. Ihr seid meine Freunde. Meine Freunde sind alle super nett. Und, so, nicht mein Schätzchen. Doppelt kommen ist zwar schön, aber du musst mir auch eine kurze Auszeit gönnen. Ja, sonst bin ich nämlich so erschöpft wie du. Und gleich wird dich meine Geilheit richtig hart verwirren. Ich hab's im Gefühl. Was wollte ich noch sagen? Fuck, 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 fuck. Nicht gut. Oh, dead safe, though. Alter, perfekt gerettet. Muss man erstmal so hinkriegen, in der Hitze des Gefechts so viel Schwein zu haben. Hi, Specky. Nein, gut. Was wollte ich sagen? Genau. Dass die dann meine Freundin, also meine Ratianin sozusagen, nicht meine mein Ratian-Ersatz, nicht mein Let's Play sehen sollte. Der Meinung bin ich nicht. Also sie wird sie sich wahrscheinlich eh nicht angucken, außer das ist so ein wie heißt das? Overaddicted Girlfriend gibt's ja hier zumindest auf YouTube. So eine würde sich die wahrscheinlich angucken, die restlichen eher nicht, aber sollte doch eine mal die eine da mal auf die Idee kommen zu gucken. Schöne Grüße an dich. Und theoretisch sollte, also es wurde dann gemeint, dass die, wenn sie es guckt, dass sie dann ziemlich schnell weg ist. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Und wenn es der Fall wäre, dann wäre sie theoretisch ja auch nicht die Richtige, weil ich hier, wie ich hier in den Let's Plays bin, das bin ja theoretisch ich. Vielleicht mit ein, zwei perverseren Ticken und ein bisschen mehr, ja, bisschen mehr Liebe für tote Lebewesen, aber, oder bei tote Lebewesen, aber theoretisch ist das ja mein Humor, so wie ich bin, und wenn man den nicht liebt und nicht mag, dann passt er halt eben doch nicht zu mir. Und wenn sie das jetzt hört und nicht mehr da ist, dann tut es mir das leid, zukünftig, dann habe ich gerade Scheiße gebaut. Oder du bei deiner Freundin suche, also einer von uns beiden. Und ich denke, ich habe recht, weil ich habe immer recht, dann hattest du jetzt Unrecht. So, das nochmal zu erwähnen. Ich war jung, ich brauchte das Geld und immer noch kein Rubin. Fuck you! Beinahe gar nichts, aber habe ich mich so abgemüht, nicht zu sterben. Selbst der hat nichts gefunden, der Tony. Schlimm, 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 schlimm. Ja, natürlich speichern. So, theoretisch müsste ich jetzt. Ach nee, ich müsste eigentlich das noch nicht beenden. Aber ich würde gern den nächsten Witz bringen, allerdings fällt mir gerade keiner ein. Weil ich hätte auch die Idee gehabt, immer am Anfang eines Parts Witz zu machen. Das Problem ist dabei, dass ihr dann erst mich im Dorf sehen würdet, wie ich gerade einen lockerflockigen Witz aus der Hand schülle. Und dann im nächsten Moment wäre ich mitten im Kampf gegen die Ratian oder geht auch Shalom gegen Fatalis, gegen Raya, Dämonenkönig, whatever. Und das passt irgendwie einfach nicht zusammen. Deswegen halt eben immer nur am Anfang jeder Session. Auch wenn es dann ein paar weniger Witze werden, aber was soll's? Bin halt dann halt nicht so der super Witzbold. Aber das hoffe ich passt schon irgendwo. Mal schnell hineinlegen. Ich muss mal wieder was trinken. Vielleicht geht dann dieser Essfehler auch wieder weg.
Tatsächlich, ich weiß nicht, woher der kommt. Normalerweise kommt er nur, wenn ich zu viel rede. Okay, ich habe heute im Studium ziemlich viele Fragen gestellt und auch ziemlich viel beantwortet in der Übungsstunde. Aber, also wir haben alle relativ viel geredet, logischerweise. Aber, ja, es ist trotzdem doof, dass es so spät immer noch ist. Ich entschuldige mich dafür und hoffe einfach mal, dass ihr das nicht so stark hört. Denn es ist Lernis, hier ist der Beweis, Baum. Also bringe ich halt eben auch jedes Mal den Witz. Und ich entschuldige mich auch schon mal, wenn demnächst irgendwann mal keine Videos kommen. Ich habe halt eben gerade relativ viel Stress. Ich komme nach Hause und will eigentlich gleich wieder schlafen oder nur Fernsehen gucken oder mich irgendwie betun, ohne wirklich Stress zu haben. Selbst auf dem CS, also wir haben ein Freundschafts-CS sozusagen mit BBK Let's Play und ich habe wieder nicht gegessen. Ich sehe mich schon sterben. Und Rolli spielt, oder wie er heißt. Und noch andere natürlich, es kommt immer mehr da drauf. Meistens Freunde, Rockbob ist auch immer da und so weiter und so fort. Ist eigentlich immer witzig dort, nicht zu vergessen Marian, das sind so die, meine fünf Hauptfreunde da drauf. Selbst da bin ich nicht allzu häufig, weil, geil Toni, weil ich halt eben nicht allzu häufig da wirklich gerade Bock habe. Alter, ich hasse euch. Ich verfick nochmal hasse euch. Ihr seid meine größten Feinde. Warte, ich habe wieder eine Idee. Ihr habt erstmal sterben. Das ist immer die beste Idee des Jahrtausends. Aber nein, das ist nicht meine Idee. Ein Wunder ist geschehen. Er will nicht Selbstmord... Okay, ich will Selbstmord begehen. Aber ich wollte es erstmal ein bisschen vertuschen. Ich meine, ich kämpfe hier gegen Drachen. Ernsthaft, denkt ihr, ich bin noch ganz bei Sinn? Alter, ich will mit Drachen sexuelle Bindungen haben. Denkt ihr echt, ich bin noch ganz bei Trost? Denn ich bin nicht ganz bei Trost. Toastbrot, Baby. Toastbrot, Baby, Baby. Toastbrot, Baby. Toastbrot, ich sing mal noch eine Strophe, damit jeder weiß, worum es geht. Dann röste ich dich täglich und schmier dir Butter dran. Und lässt du dich nicht rösten, kommst du ins Zellophat. Dann gehe ich zum Mententeich, auch wenn du noch so trost. Verfüttere dich, dementere ich. Denn ich bin nicht ganz bei Trost. Und wieder, alle zusammen. Toastbrot, Baby. Toastbrot, Baby, Baby. Toastbrot, Baby. Toastbrot, Gagagagag. Und für alle, die jetzt nicht wissen, wovon das kommt, das ist meine Baby-Kindheit, also meine musikalische Kindheit. Ja, mit dem bin ich aufgewachsen. Die Band heißt Die Doofen. Mit ihrem Zyklus Lieder, die die Welt nicht braucht. Also so wie Let's Player, die die Welt nicht braucht. Ja, die sind mein... What the shit, du Scheiß... Fuck, Alter, Toni. Musst du mich so nahe des Todes bringen, nur weil du mit Tee anfängst? Das sind so meine musikalischen Vorbilder, wenn ich Musik mache. Die haben ziemlich viele geile Lieder geschrieben. Wie gesagt, Lieder, die die Welt nicht braucht. So wie Mief, Mief, Mief. Nimm mich jetzt, auch wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke, winke und goodbye. Denn dort drüben an der Lampe ist auch schon die nächste Schlampe für mich frei. Autsch. Hört euch die Lieder einfach mal an, wenn ihr könnt. Die sind echt geil. Wie gesagt, meine Kindheit so ziemlich. Ich hasse dich, Toni. Ich hasse dich manchmal. Ja, ich liebe dich, dass du Schockfallen legst, aber ich hasse dich, wenn du mich damit triffst. Ja, ich hasse es, wenn Toni mich in den Schockfallen eingräbt. Auch noch ein geiles Lied, da wir gerade beim Thema sind. Ich glaube, die habe ich schon mal erzählt, aber die sind echt wert, mehrmals erwähnt zu werden. Ein anderes Lied ist noch, das habe ich auch in meinem, ich glaube, 300 Abonnenten-Special gesungen. Ja, ich habe mal gesungen. Und zwar, Jesus heißt das Ding. Ja. Jesus war ein toller Mann. Er hatte immer Latschen an. Und Jesus war ein toller Typ, den hatten alle Leute lieb. Und er war ein Wandersmann, besonders auf dem Ozean.
Also gebt euch wirklich mal, dass das Ding ist richtig, richtig geil. Auch wenn es dann eben wirklich Lieder sind, die die Welt nicht braucht. Das in dieser Gruppe singt übrigens für alle die Stimme, wenn sie sich anhören, wiedererkennen. Es gibt für alle die meisten Lieder davon nicht auf YouTube, also müsst ihr mal woanders so gucken, wo ihr die so leicht illegal noch finden könnt, wenn ihr denn wollt. Ich will euch jetzt nicht zu illegalen Aktivitäten anstupsen oder so. Das würde ich doch nie tun. Nein. Ansonsten kriegt ihr auch noch so einen Brief von der Polizei, so wie ich. Aber das ist wieder ein anderes Lied. Warte, Sino, überleg nach einem Lied. Hi, 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 time. So, das ist das Lied. Ja, die meisten gibt es nicht auf YouTube, ein paar schon. Und für alle, die sich das anhören und die Stimme wiedererkennen, das ist Vigard Boning. Der hat unter anderem dann in seinen späteren Jahren die Show Clever, die Show Die Wissenschaft moderiert. Auch eine übelst geile Sendung. Meine Sendung der Kindheit, ja, jetzt ist gerade meine ganze Kindheit erzählt. Spiel der Kindheit, Digimon World, Musik der Kindheit, Die Doofen und ja, Fernsehsendung der Kindheit, Clever, die Show Die Wissenschaft. Ich würde mich nicht wundern, wenn Vigard Boning auch Digimon programmiert hätte. Das würde perfekt zu meinem Leben passen. Die Verschwörung sozusagen. Vigard Boning hat mich eingenommen. Aber wir weichen schon wieder vom Thema ab. Naja, sie haut ab. Sie weicht also vom Thema ab, indem sie vom Gebiet abhaut. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, wie. Und außerdem hat er auch noch einmal bei Außerdem hat er auch noch bei, also einmal oder zweimal mitgespielt bei Genial daneben. Auch eine coole Sendung. So ziemlich stark zum Lachen manchmal. Manchmal auch nicht, aber meistens bin ich dann ganz geil. Sagen wir's. Genial daneben, für all die es nicht wissen, ist sowas ähnliches wie Black Stories raten. Bloß nochmal ein bisschen verschärft. Für all die nicht wissen, was Black Stories ist, wartet mal ab. Da kommt demnächst noch ein Video auf Deus Nemesis zusammen mit BBK Let's Play und Roddy spielt. Und Finn. Für all die nicht wissen, was wer Finn ist, nicht so schlimm, mit dem habe ich noch nie was aufgenommen. Außer Black Stories. Der ist sozusagen neu auf meinem Channel. Und auch, was das angeht, recht neu auf dem TS. Allerdings ist er öfter da als ich. Aber wir weichen schon wieder ab zu Sachen, die euch nicht interessieren. Kommentare, die die Welt nicht braucht. Ein schöner Zyklus von Sino Corporus. Die Ratian wollte sich gerade wieder in mich schwingen, aber nein. Mein geiler Stoß in ihr Gesicht hat ihr einfach mal den Atem geraubt. Sie hat jetzt immer noch dran zu schlucken, was ich ihr da reingesprüht habe. Ja, und jetzt wieder die wichtigste Öffnung. Ja, ich habe Probleme, den G-Punkt zu finden, ich gebe es zu. Aber trotzdem, ich habe es versucht und habe hart ans Bein gepisst. Ja, ich pisse nämlich währenddessen. Das ist auch eine geile... Naja, man muss ja sein Gebiet markieren, ansonsten macht es ja keinen Spaß. Und ich wette, ihr seid nur hier wegen den perversen Witzen, aber was soll's. Ja, ich lieb die auch, denn wer nicht pervers ist, hat nur halb so viel zu lachen. Wehe dir, du willst jetzt wieder deinen Schwanz in mein Gesicht hauen. Nein, wir machen einen schönen Kuss, okay. Ratian setzt Schmatze ein, es war leider sehr effektiv. So ein Oma-Schmatzer kann ich mir ja gut vorstellen. Und was für ein Schmatzer zieht denn sonst so viel ab? Ein Wettstein wäre mal ganz gut, aber nicht mit mir, ich schaff das auch ohne. Er hat gerade ganz kurz die Kamera gezuckt. Ich frage mich, ob ich in meinen früheren Let's Plays auch so verwirrt war und so pervers. Und ich frage mich vor allen Dingen, wann er es angefangen hat. Also, gerade du, Eriger, LP und Lesekönig auch, ihr, die meine Monster Hunter Let's Plays komplett geguckt hat. Das sind wahrscheinlich noch mehr, aber jetzt an alle, die von 1 bis jetzt geguckt haben. Wann fing das an? Wann kam ich in die Pubertät und hab unter anderem mit Ratian versucht, eine sexuelle Beziehung aufzubauen? Verratet es mir, ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Ihr müsst mir keinen genauen Part nennen, aber so eine ungefähre Orts- oder Zeitangabe wäre ganz hilfreich. Damit ich mal weiß, wann ich mich auf sowas gefasst machen kann bei den Montagen. Ich weiß, ich treffe nicht, aber lasst mich. Man muss auch mal daneben schießen. Das Liebesspiel
und allgemein, die Liebe ist wie Skat. Wenn man kein guter Spieler ist, dann braucht man eine gute Hand. Ziel erreicht, der Witz hat gesessen. Toni sammelt schon mal, mache ich mal mit. Sofern ich den Punkt finde, hier. Yay, voller Grau, jetzt kann ich mich selbst anzünden. Apropos selbst anzünden, heute ist eh nicht so mein Tag, deswegen bin ich vorhin gestorben. Ich bin auch schon in der Uni, habe ich das Zeug von einem anderen runtergehauen. Bin dreimal, glaube ich, an der Bordsteinkante hängen geblieben und beinahe hingefallen. Also das ist einfach mal heute nicht so mein super Tag. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch keinen Ratio-Rubin bekommen, deswegen ist es sinnlos eigentlich heute zu spielen. Gerade auch wegen diesem S-Fehler, auf den ich immer wieder hinweisen muss, damit ihr noch ja nicht vergesst. Obwohl es wie gesagt nicht das erste Mal ist, dass ich den habe. Vor allen Dingen am Ende jeder Session habe ich das früher immer gesagt, weil es mir da immer aufgefallen ist. Weil es, ja, das kriegt man einfach nicht raus. Meine Zunge und mein Mund sind zu schwer. Ich habe so viel Mundarbeit, muss ich heute schon leisten. Im Sinne von Reden und Essen. Was soll ich denn auch sonst gemacht haben? Ihr perversen kleinen Perverslinge. Ihr Super-Perversen. Oder wie es in Deutsch heißt, Eremiten. Ach, schon wieder nicht. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich eiskalt den Buckel runterrutschen. Das ist ein Killerkäfer. Und dann einfach nur durch die Mangel nehmen, töten und auf niemals wieder hier irgendwo einsperren. Ich weiß doch, was ihr wollt und was ihr mit mir tut. Ich würde ja gerne was trinken, aber wir haben kein Wasser mehr hier. Schlecht. Sehen aus deinen Wütend. Ich gleich werden grün. Apropos grün, ich habe letztens wieder die Avengers gesehen. Auch ein scheiße geiler Film, wo wir einmal beim Werbung machen sind. Katsching. Avengers auch echt super, super geil. Schande. Über alle, die sich das nicht angeguckt haben. Also, außer ihr seid kein Marvel-Fan und mögt keine Superhelden, aber ich meine, es steckt schon im Namen Superhelden, dass sie einfach nur super sind und alles, was super ist, das muss man auch mögen. So wie mein Super Monster Hunter LP. Oh yeah, erstmal wieder Selbstlob. Stinkt bis zum Himmel. Und da hilft auch keine Dusche was. Die ich eh seit mehreren Jahren nicht mehr benutzt habe, also was soll's. Liegt daran, dass wir keine Dusche haben. Wir haben noch ein Bad. Ja, egal, LPS kannst du wieder aufschreiben. Und ja, ich weiß, ich bin in viel zu viele Abonnenten, das wird später nicht mehr funktionieren. Immer wenn jemand einen Kommentar schreibt, ich hoffe, das kann ich auch später noch beibehalten. Ich hoffe, ich werde nie berühmt und kann das immer so schön weitermachen. Immer wenn jemand viele witzige Kommentare schreibt, wird er natürlich im Let's Play ernannt, wenn nicht ernannt. Und ich ernenne hier den nächsten witzigsten Typen des Monats. Es ist... Verrate ich heute nicht. Der Monat hat nämlich gerade eben erst angefangen. Ja, in your face. Nee, also ich benenne ihn natürlich immer wieder gerne. Leute, die mit mir schreiben, denn was mir außerhalb des Let's Plays Spaß macht, kann ja euch im Let's Play auch noch Spaß machen. Da müsst ihr nicht zwangsweise die Kommentare lesen. Die richtig geilen Sachen fische ich mir meistens raus oder ich vergesse halt. Also nicht traurig sein, wenn eure Kommentare nicht drankommen. Sie sind auch witzig, ihr seid super geil. Super geil. Vielleicht ihr seid alle pervers, aber ich habe euch mal ausnahmsweise nicht gedisst. Und was wollte ich sagen? Ah ja, genau. Dann habe ich es wahrscheinlich einfach nur vergessen. Ich kann ja auch gleich jeden. Okay, ich kann eigentlich jeden Kommentar nennen, weil so viele kommen meistens nicht. Unterschwellige Anmerkung, dass ihr auch ruhig mehr kommentieren könnt. Mein durchschnittlich 12 bis 20 Zuschauer, 4 Kommentare. Das ist schön, aber der Rest darf auch. Die Kommentarbox, die dürft ihr benutzen.